meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video zeige ich euch meine absoluten Favoriten, das heißt meine Lieblingsprodukte. Ich habe die letzte Zeit so viele neue Produkte getestet und jetzt zeige ich euch mal, welche Produkte mich am meisten überzeugt haben und welche Produkte ich im Moment am allermeisten benutze und über alles liebe. Und ich würde sagen, ich fange direkt an mit dem ersten Produkt. Und ich bin so froh, dass ich es gefunden habe. Das ist ein Körperpeeling von The Body Shop. Und das ist jetzt mit Himbeergeruch. Ich habe das aufgedreht im Geschäft und dran gerochen. Und ich habe noch nie etwas für den Körper irgendwie gesehen oder wo ich dran gerochen habe, was so natürlich gerochen hat. Das riecht einfach nach frisch gepflückten Himbeeren. Und es sieht einfach aus wie geschredderte Himbeeren. Da sind wirklich so Himbeerkörner, sage ich jetzt mal, ne? Das sind hier so kleine Körnerdinger immer drin an den Himbeeren. Die sind da irgendwie mit drin und wenn man das dann einreibt auf die Haut, dann spürt man die natürlich auch. Das ist halt dieser Peeling-Effekt. Und ich habe das in der Dusche nicht, sondern in der Badewanne benutzt. Und danach war auch das ganze Wasser in dieser lila Farbe eingefärbt und es riecht einfach mega natürlich und lecker nach Himbeere. Deswegen gehört das auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Und dann geht's jetzt mal weiter. So, dann geht's hier weiter mit meinem zweiten Produkt. Vielleicht kennen das ein paar von euch schon, da ich es in einem meiner früheren Favoritenvideos schon mal vorgestellt habe. Es handelt sich um den Whitening Pen von Superwise. Und das ist einfach eine so coole, einfache Methode bzw. Alternative zum professionellen Zahnbleachen. Denn das ist einfach ein Stift, da ist ein Gel drin mit einem kleinen Pinsel vorne dran. Man drückt das Gel bzw. man dreht das Gel raus, bis es im Pinsel ist. Und dann trägt man es einfach auf die vorher gereinigten und trocken geriebenen Zähne auf. Und ja, das war's eigentlich schon. So einfach geht das. Und man sollte das am besten morgens und abends anwenden. Das heißt, bis zu zweimal täglich. Und wenn dieser Stift dann leer ist, sieht man einen deutlichen Unterschied. Ich bin total begeistert von dem Stift, denn ich war vorher mit meiner Zahnweißfarbe nicht ganz so zufrieden. Und seitdem ich diesen Stift wirklich regelmäßig benutze, sehe ich einfach einen ganz deutlichen Unterschied. Ich fühle mich einfach viel wohler und ich finde es einfach schön, dass man das von zu Hause machen kann. Und ja, deswegen habe ich euch den jetzt nochmal in die Infobox verlegt. Da könnt ihr einfach nochmal vorbeischauen und euch das nochmal genauer anschauen, falls ihr irgendwelche detaillierteren Informationen dazu haben wollt. Ich finde es auf jeden Fall mega cool und ich habe vor allem auch seit meiner ersten Vorstellung viele positive Rückmeldungen von einigen Zuschauern über diesen Stift bekommen. Daher hat es nochmal in mein Favoritenvideo geschafft und damit geht es jetzt zum nächsten Produkt. Ich habe eine neue Kette gesucht und zwar diesmal eine ganz schlichte und unauffällige Kette, die man einfach zu ganz vielen Sachen anziehen kann und die nicht so extrem auffällt. Und ich habe mich in eine Kette verliebt. Und zwar ist das eine Silberkette und die hat einen ganz dünnes Kettchen mit einem wunderschönen silbernen Schleifenanhänger und der ist, beziehungsweise die Kette ist von The Jeweler. Das ist ein Online-Juweliershop, da habe ich schon mal was bestellt gehabt und war sehr zufrieden, hat alles super dupi geklappt und jetzt habe ich mich eben in diese Kette hier verliebt. Die ist wunderschön verarbeitet und ich habe echt schon viele Schleifenketten gesehen, aber die fand ich irgendwie so mit am allerschönsten von allen, die ich jemals gesehen habe. Und deswegen habe ich mir die mal geholt. Ich habe die jetzt hier in Silber, die gibt es in einem Shop, aber auch nochmal in Gold für Leute, die lieber Gold tragen. Ich weiß nicht, irgendwie meine Standard-Schmuckfarbe ist irgendwie eher Silber, aber ist ja Geschmackssache. Von daher habe ich euch das Ganze nochmal in die Infobox verlinkt, da könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Da seht ihr die Kette dann auch nochmal in Gold, falls sie euch genauso gut gefällt wie mir. Ich trage sie auf jeden Fall super, super oft in letzter Zeit und bin damit sehr, sehr zufrieden. Dann geht es hier weiter mit einem Lifestyle-Produkt und habe diesen Rucksack hier gefunden. Und der ist mir irgendwie so ins Auge gesprungen mit dem Muster und da sind so ganz viele rote bzw. rosa und pinke Musterdinger, Bumsdings, ihr seht es hier drauf, ne? Und ich fand ihn irgendwie mega cool, auch hier mit den braunen Riemchen und hier vorne. Und irgendwie, ich benutze zwar die letzte Zeit überhaupt keine Rucksäcke, aber irgendwie hatte ich jetzt voll Bock für den Frühling, wenn man irgendwie viele Ausflüge macht oder viel draußen unterwegs ist, dachte ich mir, ist das mega praktisch und ja, der hat mir einfach gut gefallen und deswegen habe ich den mal mitgenommen und ich freue mich schon sehr darauf, den bald zu benutzen.
Dann kommen wir jetzt zu meinem neuen Miyakosa-Pick für diesen Monat. Und zwar ist das von einer Marke, die ich vorher noch gar nicht kannte. Ich habe die neu entdeckt, die heißt Look Beauty. Und ich bin auf die Website gegangen und habe einen richtig coolen Lip-Smoothie gefunden. Beziehungsweise das ist halt ein Lippenpeeling. Die Verpackung ist rosa und sieht eigentlich aus wie so ein Lipbalm oder Lipgloss. Genauso wie das Ding zum Auftragen vorne. Erinnert mich sehr an einen Lipbalsam, den ich mal hatte. Und das Lippenpeeling an sich ist eigentlich durchsichtig, halt so ein bisschen weißlich. Und wenn man das aufträgt, ist das so ein bisschen minzig auf den Lippen und auch im Geruch, was ich sehr, sehr angenehm finde. Das erfrischt einfach so und ja, dann reibe ich das einfach so mit meinen Händen auf meine Lippen ein und ich finde das ein ganz, ganz angenehmes Gefühl und ich wollte einfach ein Lippenpeeling haben, weil, das habe ich auch schon ganz oft in meinen Videos erwähnt, ich immer so raue Lippen die letzte Zeit hatte und dann sieht das einfach so unschön aus, wenn man da irgendwie Lipgloss oder Lippenstift drauf aufträgt. Ja, und dann habe ich den Lip Scrub hier ein paar Mal abends und ein paar Mal morgens benutzt und es ist echt besser geworden dadurch. Das heißt, die ganzen alten Hautschuppen haben sich hier halt entfernt und seitdem sind meine Lippen einfach viel glatter und ich habe diese Probleme nicht mehr. Link dazu steht wie immer in der Infobox. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Schaut einfach vorbei, wenn es euch gefällt. Dann kommen wir zu einem neuen Nagellack von mir und diese Farbe übertrifft wirklich mal alles, was ich bisher jemals hatte. Das ist ein Neon Pink, habe ich bei Claire's gefunden und ihr seht es wahrscheinlich jetzt schon, obwohl die Kamera die Farben ja immer ein bisschen verändert. Das ist so krass knallig Neon und ich dachte mir, boah Bianca, für den Frühling brauchst du jetzt einfach so eine richtig krasse Neonfarbe. Und ich wollte eigentlich Grün mitnehmen, so ein ganz helles Grün und dachte mir, ne, Pink ist deine Lieblingsfarbe und du nimmst jetzt Pink mit. Ich habe zwar schon mal einen anderen neonpinken Nagellack gehabt, der ist aber um Deuten wenig greller gewesen als der. Ich habe den Nagellack jetzt gerade auch drauf. Von der Haltbarkeit und von dem Auftragen von der Deckkraft muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Also nicht schlechter als irgendeinen anderen Nagellack, den ich sonst immer benutze. Und ich finde einfach, die Farbe hat mich irgendwie so weggeflasht. Da habe ich den einfach mal mitgenommen. Und den werde ich mit Sicherheit sehr, sehr oft im Frühling und im Sommer tragen. So, als nächstes Produkt habe ich eine neue Wimperntusche von P2. Die kennt ihr vielleicht schon aus meinem aktuellen DM-Haul. Da habe ich die nämlich neu entdeckt und gekauft. Die ist nämlich ganz neu im P2-Sortiment. Die 100% Black Bombastic Volume Mascara. Und die macht echt bombastisches Volumen auf die Wimpern. Ich habe die die letzte Zeit, also eigentlich seitdem ich die gekauft habe, nur noch die hier benutzt. Weil, ja, eigentlich bin ich kein großer Freund von Gummibürsten. Das hier ist eine ziemlich harte Gummibürste und die ist auch ziemlich klein. Eigentlich benutze ich eher große Bürsten. Aber die macht so ein krasses Volumen und die trennt die Wimpern so schön, dass die nicht so verklebt aussehen. Und mir hat die einfach, also das Ergebnis von dieser Wimperntusche, sehr, sehr gut gefallen. Und kann ich eigentlich echt nur weiterempfehlen. Von daher musste ich euch die jetzt einfach nochmal ein zweites Mal zeigen. So, dann habe ich in Köln beim Shoppen in einem kleinen Laden was richtig Cooles entdeckt. Und zwar ist das ein Kugelschreiber. Knallpink, fast so grell wie mein neuer Nagellack. Und ich fand den einfach mega cool, weil er einfach so stylisch aussieht. Und dazu ist nämlich so ein Ständer hier dabei gewesen mit einem Loch drin. Und der Kuli, aufgepasst, ist magnetisch. Das heißt, wenn ich den jetzt da reinstecke, dann hält er halt hier einfach so. Das ist der Vorführeffekt. Nein, der hält eigentlich wirklich drin. Ich habe jetzt gewackelt, damit ihr seht, dass er sich so bewegt, ganz frei. Und ich finde ihn einfach mega cool. Der steht jetzt bei mir auf dem Schreibtisch und immer, wenn ich was aufschreiben will, zack, nehme ich den Kuli und kann ihn danach wieder reinstellen. Und ist irgendwie einfach ein mega schönes Accessoire. Als nächstes Produkt habe ich ein Haarpflegeprodukt. Ich habe immer viele verschiedene gerne ausprobiert, bin aber nie bei einem wirklich stehen geblieben. Und ich dachte, das muss ich jetzt auf jeden Fall mal ändern, weil bei meinen langen Haaren und beim ständigen Blondieren, die sind echt ziemlich geschädigt im Moment. Und da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und bin im Online-Shop Hairsetter24 fündig geworden. Wie der Name schon verrät, gibt es da alles, was das Haar begehrt. Unter anderem halt professionelle Friseurprodukte. Und da bin ich jetzt bei einem Produkt stehen geblieben. Das ist das Vella Professional Lux Öl. Und ich bin total begeistert davon. Erstmal, das hält so lange. Ich benutze das jetzt schon über einen Monat. Ich würde mal sagen,
da ist noch nicht mal ein Fünftel aus der Flasche und ich habe ja echt lange Haare. Ich benutze einmal einfach, wie das hinten noch auf der Anweisung steht, 2 Pumpstöße, verteile die in meinen Händen und die reichen vollkommen aus für meine ganzen Haare. Danach sind die Haare einfach so glänzend, also ich gebe das ins feuchte Haar, föhne die danach und danach glänzen die Haare so sehr und sehen einfach so gepflegt aus. Ich fühle mich viel wohler, seitdem ich das benutze und bin wirklich begeistert davon. Natürlich ist es ein bisschen teurer als andere Pflegeprodukte fürs Haar, die ich bisher immer benutzt habe, aber ich sehe auf jeden Fall im Ergebnis einen deutlichen Unterschied und kann es echt nur weiterempfehlen. Von daher habe ich euch das auch einfach nochmal in die Infobox verlinkt, falls ihr auch gerade auf der Suche nach sowas ähnlichem seid, schaut da einfach mal vorbei, ich kann es euch echt empfehlen. Mein nächster Favorit ist ein aktueller Kinofilm und zwar Bibi und Tina. Und ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass er ins Kino kommt, weil ich früher als Kind ein absoluter Bibi Blocksberg-Fan war. Und deswegen bin ich da reingegangen und jedes Mal, wenn die Bibi Hex Hex gemacht hat und ich dieses Geräusch gehört habe, oh, das war so cool, dann habe ich mich immer total in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt und habe mich gesehen, wie ich im Bett liege mit dem Kassettenrekorder morgens und höre die Kassetten und es war einfach mega süß und ich will gar nicht genau erzählen, worum es in dem Film geht, aber ich sag euch schon mal ein paar Themen und zwar, es geht unter anderem um Liebe, Eifersucht, Zickereien und natürlich ganz viele Abenteuer, Bibi Hex wieder, sehr viel Blödsinn rum und das Wichtigste, es muss ein Fohlen gerettet werden. So viel sage ich dazu, aber wenn ihr genauso Bibi und Tina Fans wart wie ich in der Kindheit, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Film mal anzuschauen. So meine Lieben, das war es auch schon mit meinem Favoritenvideo. Ich hoffe, dass ich euch mit den Produkten ein bisschen inspirieren konnte und ich habe euch alle Produkte und die dazugehörigen Links nochmal in die Infobox geschrieben. Da könnt ihr es einfach nochmal in Ruhe nachlesen und nachschauen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie wenn ihr euch auf das neue Video am Sonntag freut. Das wird auch richtig cool. Ist aber noch in der Planung, also kann ich nichts Genaueres zu sagen. Aber schaut auf jeden Fall vorbei. Und jetzt zum Schluss habe ich euch nochmal meinen aktuellen DM-Haul verlinkt. Denn da steht ab jetzt in der Infobox der Gewinner meiner DM-Haul-Verlosung. Und ich habe nochmal ein richtig altes Video rausgekramt. Und zwar 100 Fragen, die niemand fragt. Sowas von bekloppte Fragen dabei. Sehr, sehr lustig. Also schaut da auch nochmal vorbei. Und vor allem ist es wirklich schon was älter. Und ich finde, ich habe mich wieder total verändert. Guckt mal und sagt mir mal, wie ihr es findet. Dann hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.